Hallo. Ach, jetzt sieht man links ja schon was im Bild. Dazu komme ich gleich. Erstmal hier habe ich. Ach, ich habe wieder vergessen, die Fackeln zu setzen. Ich habe hier die nächste Regel gemacht. Man sieht, sie ist jetzt abschließend mit diesem Stützpfeiler. Und man sieht auch hier, es ist jetzt erstmal mit Grasblock im Weg drin. Denn hier soll sich das ja gleich in den Garten, also nicht gleich, aber demnächst, in den Garten verlaufen. So, dann will ich hier nochmal schnell die Fackeln setzen. Wir wollen ja nicht, dass hier gleich was spawnt. Wie gesagt, wenn mir ein Creeper was in diesen Weg reinhaut, ich weiß nicht, was ich dann tue. Aber es könnte weitreichende Konsequenzen für ganz Askalon haben. Ich sagte ja in der gestrigen Folge, das Paket von HelloFresh, das eigentlich gestern hätte kommen sollen, schickte eine Benachrichtigung, dass es einen Tag später kommt, und zwar mit Ups. Gestern kam dann tatsächlich auch eine E-Mail von Ups, dass das Paket einen Tag später kommt, mit genauer Zeitangabe, wann es denn im Briefkasten sein wird. Gut, und es ist ja bei HelloFresh so, das liefert mir ja die Zutaten für mein Abendessen. Und wenn das einen Tag später kommt, muss ich selbstverständlich, sonst hätte ich ja gestern nichts zum Essen gehabt, einkaufen gehen. Also bin ich gestern einkaufen gegangen. Und später bekam ich eine weitere E-Mail von Ups. Das Paket steht vor der Tür. Ja. Ich kann ja bei den E-Mails nachgucken, wann sie abgeliefert wurden. Die E-Mail mit dem Betreff, das Paket kommt morgen, und die E-Mail mit dem Betreff, das Paket steht vor der Tür, lagen genau 90 Minuten auseinander. Was kann denn da schiefgelaufen sein? Innerhalb von 90 Minuten. Das heißt, das Paket muss ja quasi, als die erste E-Mail gesendet wurde, schon auf dem Weg gewesen sein. Da muss doch schon jemand gewusst haben, dass in dem Auto ist und das in 90 Minuten bei mir vor der Tür steht. Und was ich mich auch frage, liebes Ups-Team, wieso klingelt ihr nicht? Ich habe Ups niemals eine Erlaubnis gegeben, die Pakete einfach vor meine Tür abzustellen. Die klingeln halt einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Das war ja beim ersten Mal auch so. Ich habe dann die E-Mail bekommen, dass das Paket da ist. Dann bin ich rausgegangen und habe gesehen, ja, das Paket steht vor der Tür. Aber das hätte sich ja auch jeder andere einfach mitnehmen können, wenn das einfach nur vor der Haustür abgestellt wird. Nicht mal an einem sicheren Ort, einfach vor der Haustür. Ich verstehe das nicht. Aber ich bekam gestern auch noch eine E-Mail von DHL. Der L hat geschrieben, um Zeit zu sparen und die Corona-Abstände weiterhin gut wahren zu können, werden sie demnächst bei den Kunden, die es erlaubt haben, das Paket an einem sicheren Ort abzustellen, das Paket direkt an dem sicheren Ort abzustellen, ohne vorzuklingeln. Und das finde ich voll in Ordnung. Ich habe ihnen die Erlaubnis gegeben, es an einem sicheren Ort abzustellen. Sie haben mir gesagt, sie tun es in Zukunft. Und sie werden mich natürlich trotzdem informieren, dass das Paket dann da ist. Das finde ich von DHL voll in Ordnung. Aber was Ups da macht, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Vor allem, da ich ja auch nie freiwillig Ups verwendet habe, als ich mit HelloFresh den Vertrag gemacht habe, hieß es hier immer, DHL schickt die Pakete. Ja. Also ich bin kein Fan von Ups. Da kann man nur sagen, ups, das Paket sollte vor der Tür sein. Ich meine, hätte ich eigentlich machen sollen. Hätte ich eigentlich mal da anrufen sollen und sagen, ja, das Paket soll vor der Tür sein, aber A, ich habe nicht erlaubt, es dort abzustellen, und B, ich finde es nicht. Ja gut, sowas macht man natürlich nicht, aber hätte ich mahnen können. Hätte ja jeder da einfach wegnehmen können. Ja, einfach vor der Tür abstellen. Und dann, ich meine, wenn sie ja wenigstens gesagt hätten, das Paket kommt heute. Dadurch, dass sie geschrieben haben, das Paket kommt morgen, habe ich es ja gar nicht erwartet. Ich meine, hätte ich auch sagen können, dass ich meinen Mailausgang nicht checke. Also ich habe es jetzt eine halbe Stunde später ungefähr gesehen. Es hätte ja sein können, dass ich meinen Mailausgang gar nicht checke, Mail-Eingang, und davon gar nichts mitgekriegt hätte. Hätte ich auch sagen können, dass ich an der Arbeit bin, denn laut Ups kommt das Paket hier erst 24 Stunden später. Wieso soll ich denn dann jetzt zu Hause sein und warten, dass das Paket kommt? Ja, und das Gemeine war halt auch, dadurch, dass sie geschrieben haben, das Paket kommt erst morgen, war ich halt zwischendurch einkaufen und hatte mir schon eine Zwiebel geschält für den Abend, um halt was anderes zu kochen. Ja toll, den Einkauf hätte ich mir sparen können. Und es ist ja so, wenn man einmal einkauft, dann kauft man sich ja nicht nur das, was man braucht, dann gibt man ja gleich mal eine ganze Menge mehr aus. Danke, Ups. Du bist dran schuld, dass ich heute viel Geld im Rewe ausgegeben habe. Ich hoffe, bekommst Provision von Rewe für deine E-Mails.
die Unwahrheiten verbreiten. Gut, also ich habe jetzt da drüben die Fichten endlich fertig gemacht. Ich muss demnächst einmal die neuen Fichten pflanzen. Oh, mein Fisch ist auch bald alle. Ich möchte hier jetzt noch eine Wand hochziehen, bevor ich endlich da die hässliche schwarze Wand mal ein bisschen verschönere. Ich habe mir mal alles, was ich an Birkenholz besitze, mitgenommen, denn das Haus der Familie Wilkerson bekommt eine Fichtenwand. Und ja, man sieht es ja schon, da ist die Wand ja schon begonnen. Die möchte ich jetzt so weit, wie ich es mit meinem Vorrat hinkriege, fortführen. So. Ah ne, dann geht's hier um die Ecke. So. Ja, und man sieht schon. Ups. Achso, hier war die Wand zu Ende. Und dann schaue ich mal, wie weit ich jetzt komme. Das würde ich jetzt halt gerne direkt auf eine adäquate Höhe ziehen. Aber, ach doch, das könnte reichen. Mal schauen. So, das muss jetzt nämlich alles hier hochgezogen werden. Also später kommen hier natürlich auch noch Fenster rein, aber immer wird nur die Wand hochgezogen. Möchte das Gebäude. Ach Mist. Das ist natürlich. Habe ich das überall so gemacht? Ach nein! Ich Idiot! Ja! Die Wand sollte natürlich hier nach oben fortgeführt werden. Was mache ich denn? Kann ich alles wieder wegmachen? Mal eine kurze Speedeinlage. Guten Morgen! Ist gestern was geschehen? Nein, ich habe noch nicht angefangen, die Wand zu setzen. Denn die Wand wird natürlich hier fortgeführt. Wer käme denn auf eine andere Idee? Die Wand wird natürlich genauso hier gesetzt. Da sind noch falsche Steine. Wo kommt die denn her? Die habe ich aber nicht gesetzt. Nein. Sie wird natürlich genau hier. Genau, hier ist ja auch Schnee drauf. Das konnte man ja gar nicht richtig sehen. Ja. Hier, da kommt die Wand drauf. Da liegen ja sogar. Ich weiß gar nicht, warum da Birkenbretter auf dem Boden liegen. Wer die da verloren haben muss. Ich heb die mal schnell auf. Die kann ich ja noch gut gebrauchen. So, da liegen auch noch welche. Ja, und das hier fülle ich jetzt einfach mal auf. So. Genau, das hier wird nämlich einfach mal nur ein bisschen hochgezogen. Und dann steht hier schon mal eine erste Wand. Und ich muss dann demnächst eventuell mal ein paar Birken noch irgendwo mir platt machen. Ich habe ja hier noch Birkenholz, also das soll hierfür auf jeden Fall jetzt reichen für diese erste Wand. Also was wollte ich sagen? Das ist jetzt natürlich eine recht hässliche gelbe Wand erstmal. Aber wir sehen ja auch drüben, wie sich das bald ändern kann. Hier kommen natürlich noch Fenster rein, der muss wieder weg. Ja, und dann muss ich demnächst wahrscheinlich mal überlegen. Ah ja, genau, dann zeige ich jetzt erstmal, was ich hier hinten habe. Hier hinten ist ja jetzt so meine Farming Area. Vielleicht mache ich hier mal pflanze ich hier demnächst mal ein paar Birken. Dafür muss ich das allerdings noch alles dann auf eine Höhe auch wieder machen. Und zwar, gemeinsam mit King Toby habe ich im Off was gebaut. Das hier ist eine sogenannte Eisenfarm. Die Gebrauchsanweisung habe ich aus demselben Video wie die Kuhfarm, zu der ich gleich nochmal komme. Ja, und zwar ist das hier der Villager-Bahnhof, den King Toby für mich gebaut hat. Über diesen Bahnhof kann er mir Villager liefern. Ja, und fragt mich nicht, wie das Ding funktioniert. Wie das Ding funktioniert, weiß ich aber. Hier oben sind jetzt nämlich fünf Fischer-Lehrlinge. Ne, vier Lehrlinge und ein Geselle, glaube ich. Guten Tag, die Herren. Hallo. Die wohnen hier. Die können hier arbeiten und schlafen. Und hier oben, da ist leider kein Fenster drin, hier können theoretisch Golems spawnen, die automatisch dann in Lava getrieben werden. Und hier sollte dann das Eisen abtransportiert werden. Bislang hat es leider noch nichts passiert. Ich hoffe, es kommt noch was. So, und dann kommen wir jetzt nämlich zur Kuhfarm. Während ich hier gebaut habe, das wird hinterher auch nochmal schöner verkleidet, denke ich. Während ich nämlich hier gebaut habe, habe ich natürlich fleißig die Kühe gefüttert und tatsächlich, es hat funktioniert. Sie haben Leder und Fleisch getroppt. Ich fütter sie mal. Vielleicht kann man es dann sogar live sehen. Ja, genau, das schmeckt euch. Ja, das schmeckt euch da. Ja.
Gut, dass ich aus dem Fichtenwald so viel Weizen mitgenommen habe. Und? Mal gucken. Ja! Jetzt kann man sehen, wie es wächst. Wie die Amounts wachsen. Das Weizen hatte ich hier, dass ich nächstes Mal wieder füttern kann. Ist das nicht cool? Das funktioniert. Also wenn das funktioniert, muss das ja auch dann demnächst funktionieren. Ja, so viel dazu. Und das Gelände hier würde ich dann so zur Farming Area machen. Allerdings möchte ich das halt eigentlich erst einebnen. Oh Mist, meine Fische sind wirklich gleich alle. Das möchte ich eigentlich erst dann einebnen, wenn hier drüben die genaue Küstennarbe fertig ist, damit ich weiß, wie ich das hier mache. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal noch so, aber ich weiß halt nicht, ob ich demnächst eventuell einen Birkenwald brauche oder ob ich irgendwo noch einen finde, den ich roden kann. Vielleicht ist es im verbrannten Land noch, vielleicht stehen da noch irgendwo Birken. Ja, und das wird dann auch noch alles hier schöner gemacht irgendwann. Aber erstmal ist das Herrenhaus ja das Hauptthema und ich habe schon wieder... Wieso habe ich denn nicht vor der Folge dran gedacht, dass ich Sandstein brauche, um das Herrenhaus ein bisschen schöner zu gestalten? Da muss ich mir wohl erstmal Sandstein holen. Und das ist mein letzter Fisch. Habe ich unten noch? Ich guck mal, vielleicht habe ich unten noch Äpfel. So, wo habe ich denn hier Essbares, Essbares, Essbares? Da. Ja, ein paar Äpfel hätte ich noch. Und das muss eigentlich alles hoch zur Kuhfarm. Das bekommen alles die Kühe. Ja, ich brauche Sandstein. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das ablegen, was ich nicht brauche. Zum Beispiel das hier habe ich ja noch, das habe ich ja zum Glück in der gestrigen Folge erfolgreich abgeschlossen. Porzellansternchen. Wieso habe ich denn Porzellansternchen im Inventar? Und eine Steinspitzhacke? Ach so, das ist ja noch die sinnvollste Steinspitzhacke aller Zeiten. Wie konnte ich die vergessen? Wieso habe ich zwei Äxte? Ah ja, richtig, natürlich. Ich hatte, die muss ich ja eigentlich auch noch aufbauen, bevor ich die benutze. Und Eier muss man auch nicht im Inventar haben. Die kann man einfach immer wegschmeißen. So, dann mal gucken. Hier habe ich noch ein paar Fichtenstämme. So, und dann mache ich mal die Birkensachen. Die brauche ich ja... Ne, die behalte ich. Die brauche ich in der morgigen Folge sicherlich wieder. So, was soll ich holen? Sandstein. Sandstein, Sandstein, Sandstein ist hier. Ich brauche... Genau, was brauche ich überhaupt? Ich muss mal kurz nachgucken, was ich brauche. Also, ich brauche... normalen Sandstein, ich brauche normale Sandsteinstufen und ich brauche Sandsteintreppen. Außerdem brauche ich einen, das habe ich wahrscheinlich nicht, einen Birkenzaun. Gut, dass ich Birken im Inventar habe. Und jetzt kommt es nämlich. Es soll ja schön sein, deswegen kommt auch ein Fenster rein. Und das Fenster hat nicht einfach irgendeine Farbe, sondern ich mache das Fenster... in was? Grau oder hellgrau? War hellgrau. Dann brauche ich zwei Knochenmehl. Wo ist denn da? So. Ich habe bereits Sand in den Ofen gemacht. So. Und jetzt kann ich nämlich. Also nee, erstmal mache ich daraus natürlich weißen Farbstoff. Achso, ich muss da natürlich auch erstmal schwarzen Farbstoff machen. Und dann bekomme ich hier hellgrauen Farbstoff. Und den mache ich jetzt zu Fenstern. Und zwar zu Fensterscheiben. Die sollten erstmal reichen. Ja, was habe ich gesagt? Ich brauche noch einen Zaun. Und zwar Birke. Danke. Und jetzt... habe ich neue Rezepte? Schau in dein Rezeptbuch. Ja, das ist mir klar. Was, Teppiche kann ich auch machen? Okay. Das ist mir klar. Aber jetzt kommt der Vordereingang. Der Vordereingang wird jetzt endlich mal ein bisschen schöner, damit er nicht nur so ein schwarzes Viereck ist. Und ich falle jetzt mal runter. Warte mal, wieso habe ich hier eigentlich nicht schon längst mal etwas Erde noch aufgefüllt? So. Das ist der Vordereingang. Er sieht vielleicht ein bisschen düster aus. Das wollen wir verändern mit hellen Sandsteinen. Ich brauche also das. Ach, jetzt habe ich aus den... Ich habe extra den zweiten Stack mitgebracht und habe daraus keine Streppen gemacht. Ah, gut, dass hier noch eine Werkbank steht. Die folgenden Sendungen verzögern sich um einige Minuten. Ja, dann mache ich mir daraus schnell noch Treppen. Ein Stack ist hier als Treppen... für Treppen geplant gewesen. So.
Dann habe ich hier und jetzt alles, was ich brauche, erstmal. Was ich immer noch brauche, sind Gerüste. Da drüben hat mir ja der King geholfen, deswegen stehen da Gerüste, aber ich habe leider noch keine Gerüste. So, ja, es geht jetzt also los. Und zwar machen wir das alles ein bisschen heller. Hier kommt was hin. Und hier kommt was hin. Dann kommt das hier hin. Ja, und jetzt bräuchte ich ja eigentlich ein Gerüst. Das klappt wahrscheinlich nicht. Nee. So. Da kommt nämlich so eine Treppe hin. Dann muss ich mich hier hochstecken. Das kann alles weg, bevor ich das vergesse. Dann kommt das dahin, das dahin. Hier kommt eine Treppe hin. Und da kommt dann ein Slab drauf. Dann kommt da was hin. Und jetzt habe ich schon die Hälfte quasi fertig. Ich sammle die immer auf, bevor sie die spawnen. Da kommt auch noch was hin. Und jetzt, ich stecke mich hier wieder hoch. Ich meine, gut, Sandstein ist natürlich auch ein gutes Block für sowas. Die kommen weg. Ich sehe da hinten die Abenddämmerung. Die will ich nicht sehen. Beziehungsweise doch, ich sehe sie gleich durch hellgraues Glas. So. Hallo Dämmerung da hinten. Na toll. Da hinten, die Blöcke sind jetzt verloren. Da komme ich nicht mehr dran. Ach, egal. So. Aber wir sollten hier geschützt sein. Dann kommt jetzt nämlich das Ganze auf der anderen. Habe ich irgendwas von euch gehört? Manni, warst du das? War nur Manni. Okay, dann kommt jetzt das gleiche auf der anderen Seite nämlich auch. Das heißt, einmal so, einmal so, einmal so, dann nach drüben bauen. Und dann einmal so, dann hoch, das kommt weg. So, dann kommt da das drauf und das drauf. Dann kommt da eine Treppe hin und da eine Treppe. Und dann kommt da eine Stufe hin. War das schon? Ist das jetzt richtig? Ja, da kommt noch eine Stufe hin. Und da kommt jetzt nämlich der Zaun hin. So. Alles wieder aufsammeln. Und dann sieht doch der Eingang schon ein bisschen netter aus. In der Dunkelheit. Jetzt ist es nämlich dunkel und trotzdem sieht das hell aus. Ganz genau. Und was ich mir aber aufgefallen ist, hier sieht man ja noch die Dämmerde und ich sagte ja, Dämmerde gibt es nicht. Deswegen mache ich hier jetzt auch nochmal eine kleine Balustrade drauf. Und da die Folge noch nicht so alt ist, würde ich sagen, hübsche ich die auch noch ein bisschen auf. Es kommt nämlich über dem Vordereingang noch so ein kleines Vordach. Ich glaube, es ist sogar noch ein Balkon oben. Und dafür werden da jetzt noch, kann ich die Stützen auch schon mal aufstellen. Das heißt, ich muss hier jetzt Sandsteinmauern machen. Ach, sieht das nicht schon aus der Entfernung vollkommen anders aus? Das sieht doch gut aus. So, aber ich muss mal ein paar Äpfel essen, habe ich irgendwie den Eindruck. Äpfel sind gesund. So. Ja, dann brauche ich hiervon nämlich. Das geht 7 in die Höhe. Also. Mache ich erstmal hier ein kleines Treppchen hin. Bin ich da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe ja schon wieder Hunger. Ich muss mir oft dringend wieder Fisch im verbrannten Land klauen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Aber dann würde ich sagen, gehe ich jetzt. So, das sieht doch nett aus. Dann gehe ich jetzt allerdings tatsächlich direkt nochmal ins verbrannte Land. Dann kann ich nämlich dort ein bisschen Fisch klauen und gleichzeitig schauen, ob ich dort Birken. Und da sind wir im verbrannten Land. Ich habe mir sagen lassen, es gab hier hinten mal einen Birkenwald.
Aber ich fürchte, der ist schon komplett gerodet. Ja, ich sehe nur noch Schwarzeichen. Der Birkenwald ist leider Geschichte. Okay, da drüben sehe ich noch Birken. Die sind allerdings, das Land da drüben gehört schon zu noch nicht. Da darf ich die Birken. Ah, hier sind doch noch Birken. Hier. Hier sind noch Birken, die ich noch entfernen kann. Sehr gut. Aber das da drüben, diese Steilwand, die gehört zu noch nicht. Da kann ich keine Birken entfernen. Die hier hingegen, die kann ich alle roden. Ja, da ist eine Birke. Das sind aber hier. Ja, dahin. Ah, da sind noch viele Birken. Na, da habe ich ja Glück gehabt. Ich dachte schon. Brauche ich ja dann alle, na gut, nicht alle wahrscheinlich, aber ich brauche viele Birken. Erstmal für die Außenwand bei den Wilkersons. Und dann will ich mir hier einfach mal so viel wie möglich erstmal schnappen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also noch eine. Da muss ich mich hochbauen. War natürlich wieder nur eine. Wie immer. So. Schön. Schön, dass hier so Birken rumstehen. Hier ist auch noch eine. Schnappe ich mir dann natürlich auch. Also Birkenprobleme werde ich wohl erstmal nicht bekommen. Da muss ich auch keinen Birkenwald mehr erstmal anlegen. Ja, aber wie gesagt, das Gelände jetzt hinter den Wilkersons. Jetzt wollte ich schon eine Kuhfarm und eine Eisenfarm dort stehen habe, wird halt dann so eher das Farming-Gelände. Und dann werden da in Zukunft auch mal Wälder der Holzsorten, die ich halt brauche, kommen. Wobei bei den Fichten habe ich ja. Meine Fichtenbedarf habe ich erstmal nicht, da habe ich einen ganzen Wald zum Abholzen. Ich habe keinen Bedarf an Schwarzeichen, die kann ich nämlich hier im verbrannten Land holen. Und ich sehe gerade Eichen, normale Eichen sind hier auch. Doch, also so schnell werde ich mir da keine Baumschule anschaffen müssen. So. 18 sind. Ah ne, ich dachte schon, das ist ja schon ein ganzer Stack. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt 18 Birken mir geholt. Ja, was mache ich jetzt in der nächsten Folge? Muss ich mal überlegen. Aber ich denke, auf jeden Fall die Wand bei den Wilkersons wird fortgeführt. Dafür habe ich ja jetzt auch erstmal hier wahrscheinlich genug Birken. Und dann wird die Vorderwand. Ich überlege. Nein. Die Vorderwand, die ist jetzt aufgehübscht. Ich glaube, ich beginne dann erstmal mit dem Innenleben. Ah, und da kann ich. Gut, dass ich gerade im verbrannten Land bin. Nur mein Inventar ist jetzt natürlich voll. Gut, Birken habe ich erstmal genug. Ja, und zwar brauche ich natürlich im Inneren des Herrenhauses einen königlichen Teppich, der nicht nach irgendwas aussehen soll. Und dafür muss ich Schafe scheren. Im Schweineland habe ich keine Schafe, da sind Panzer. Ja, das muss noch aus den Zeiten des Krieges sein. Hier soll man ein schlimmer Krieg gewütet haben. Im Schweineland habe ich keine Schafe und ich brauche auch keine, denn hier im Untergrund gibt es Schafe jeder Couleur. Da kann ich mich bedienen. Ich brauche quasi nur eine Schere. Ach, da, guten Tag, wir reden gerade von deinen Kollegen. Hallo? Nicht weg. Na gut, der will nicht mit mir reden. So, und zwar brauche ich dann nur eine Schere und kann mir da dann Wolle für Teppiche besorgen. Ich gehe mal kurz runter und zeige die Schafe. Und deswegen brauche ich halt im Schweineland keine Schweine, nee, Schafe Population. Ich habe ja auch gar keine Schafe dort. Ja, das ist irgendwo hier unten. Hier, ich gehe mal links zu Nutzräume. Und dann die Tür ist zu. Ach, da sind die Bienen drin, die sollte zu bleiben. Nee, das ist. Doch, hier sind Schafe. So, hallo. Ja, hier, das sind die Weißen. Und wenn ich dann hier weitergehe, finde ich hier Schafe jeglicher Farbe. Und ich brauche, ich glaube, Rot für den Teppich. Gibt's rote Schafe? Hallo, rote Schafe. Rote Schafe möchten aus dem IKEA-Spielparadies abgeholt werden. Rote Schafe, wo seid ihr? Sie haben im Lotto gewonnen, bitte melden Sie sich. Ach, ganz hinten natürlich, wen wundert's? Aber das sieht nach einer guten Population an roten Schafen aus. Ja, das ist eine gute Population.
Und dann kann ich habe jetzt natürlich das Inventar jetzt eh voll. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ja, das war's für heute. Arrivederci, over and out.